Das ging 2 Jahre wohl damit. Und dann war das Nebelhorn nicht mehr gut genug. Dann bin ich wieder nach Hannover gefahren. Und ich weiß den Preis noch für 45 Mark. Laut Katalog sollte das Ding damals 80 kosten. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht hinkommen. Das muss irgendwo was Verkehrtes sein. Da habe ich die Vierklangfanfare für 45 Mark gekriegt. Das war 1969, muss das denn wohl gewesen sein. Heute ist vieles anders. Jan Schiemack will den Verein inzwischen verlassen. Am liebsten sofort. Verträge werden nicht mehr so ernst genommen. Kaiserslautern lockt mit 2 Millionen Euro Jahresgehalt. Doch die Führung blockt seit Monaten. Erstmal haben wir einen Vertrag bis 2005. Das kann uns sicher gelassen machen. Aber wir planen mit unserer sportlichen Zukunft. Und deshalb wird es in dieser Saison auch keine Gespräche geben. Eindeutig nein. Es ist völlig Wurst, wer anruft. Es kann von mir aus auch der Papst anrufen und den Jan Schiemack für den Vatikan verpflichten wollen. Wir werden ihn nicht abgeben. Spätestens im Sommer aber wird Hannovers Star wohl weiterziehen. Warum soll das Herz eines jungen Tschechen auch an einem möglichen Aufsteiger hängen? Schiemack hat andere Träume und Ziele. Egal mit welchem Club, Hauptsache oben. Was jetzt geht, jetzt schnell, ja. Dann ich will jetzt spielen nächste Liga oben. Dann vielleicht wir spielen UEFA-Pokal oder Champions League. Ja, dann vielleicht, ja, dann vielleicht ich will weg. Nach andere, ich weiß nicht, nach England oder Italien, Spanien. Ich weiß nicht. Wenn es geht, dann ich gehe. 2 Stunden vor Spielbeginn. Nicht so viel? Stell dich nicht so an. 42 Umdrehungen, das ist ein Magenschnaps aus Düsseldorf. Das letzte Heimspiel der Hinrunde. Ein besonderer Anlass. Dann würde ich sagen, Jungs. Offensiv heute Abend, oder wie? Auf den roten Sieg heute Abend. Prost. Prost. Doch selbst als 96-Fan weiß man ja nie so genau, was noch kommt. Na? Na doch, einer. Noch ist die Saison lang. Der Traum vom Aufstieg aber wird von Spiel zu Spiel realistischer. Die Fans dürfen sich schon auf die Bundesliga freuen. Ich denke, wir müssen mit Realismus rangehen. Und für mich persönlich, und ich denke, das teilt auch Trainer Rangnick, ist der Rückrundenstart die entscheidende Frage. Wenn der auf diesem Niveau fortgesetzt werden kann, dann bin ich mal sehr optimistisch, dass wir das angestrebte Ziel Aufstieg erste Bundesliga auch tatsächlich erreichen werden. Und je eher das Ding geschaukelt ist, desto besser ist es. Ich kann mich besser verstärken. Was nützt mich das, wenn ich nachher noch da rumkröppel bis zum letzten Spieltag da? Dann kriegst du das, was die anderen nicht mehr wollen. Denn irgendwo muss Hannover was tun. Die Spielerdecke ist nicht gerade die dickste. Und man muss eins sagen, der Rangnick ist mit verdammt wenig Spielern ausgekommen. Ich glaube, dass wir aufsteigen, ja, und ich glaube, dass uns eigentlich nur eines dabei in die Quere kommen kann, und das wäre jetzt ein extremes Verletzungspech, wo dann über Wochen hinweg mehrere Säulen der Mannschaft ausfallen würden. Wenn das nicht passiert, bin ich inzwischen davon überzeugt, dass wir selbst, wenn wir mal ein Spiel oder zwei verlieren sollten, dass wir trotzdem auf Kurs bleiben. Ja, ich glaube 100%. Ich sehe alle Gegner und ich glaube 100%, wir aufsteigen. Im Stadion ist man sich schon vor dem letzten Spiel einig. Hannover 96 macht wieder Spaß. Spaß neben und auf dem Platz. Auch ohne ihren gesperrten Star Schiemack halten sie ihre unglaubliche Serie. zu 2 gegen Union Berlin. Tatsächlich weiter ungeschlagen, zum ersten Mal Tabellenführer. 18 aufregende Spiele sind vorbei und sie haben noch einiges vor sich. Heinz Goldmann und all die anderen Freunde von Hannover 96.